Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge They Are Billions. Wir waren hier oben stehen geblieben, uns den Freiraum zu schaffen, den wir brauchen, um hier quasi die kleinen Ecken zuzumachen. Da bin ich gespannt, wie das bei uns läuft. Wir warten mal eben auf den Tesla Tower, bis der fertig ist, bevor wir da irgendwie groß was machen und planen eigentlich schon mal nächsten Schritte. Ich wollte ja als nächstes gerne die Forschungsstation bauen. Dafür brauchen wir ja nur noch Holz. Mal eben schnell hier Pause machen, weil wir jetzt auch gerade Holz gekriegt haben. Das, was wir brauchten. So, wo setzen wir uns die hin? Würde die eigentlich gerne hier hinsetzen. Weil, wenn wir hier noch weitere Häuser platzieren, dann können wir hier noch vielleicht eine Bank und hier hinten nochmal so ein anderes, hier so einen Marktplatz oder so hinsetzen. Für die Häuser. Ich glaube, ich werde das hier hinsetzen, ja. So, Tesla Tower ist hier oben fertig. Wir werden mal mit einem Teil der Einheiten hier oben mal eben. Wir werden hier oben nicht mal eben. Okay, es kommen jetzt gerade immer überall mehr von allen möglichen Ecken und Kanten. Ach ja, das übliche Spiel, ne? Hier geht nicht zu viele Gegner. Hier können wir uns so einen Vierer. Ja, dann überlegen, ob das Sinn macht, hier vier. Aber wenn wir das so machen, ist das, glaube ich, ganz cool. Setzen wir uns hier einen Sniper in die Ecke. Ich weiß, dass der Sack langsam schießt. Aber gut, da müssen wir halt mal eben mit klarkommen. Die nächsten Mauern. Ich würde eigentlich gerne. Klingt zwar doof, aber ich würde hier eigentlich gerne nur einen Vierer hinsetzen. Es geht halt auch noch ein Stück weiter nach oben, ne? Aber ich glaube, dass das hier wirklich enge Schneisen sind. Wenn ich hier noch einen Vierer hinsetze. Ah, ich könnte das auch. So, und dann kann ich. Ja. Wir haben jetzt keine Ressourcen mehr. Hoffen wir mal, der kommt über. Ich weiß es nicht genau. Ja, okay, jetzt kommen sie gerade wieder von allen möglichen Ecken und Kanten reingerannt. So, und jetzt können wir hier einen Turm hinsetzen. Also schön wäre halt eine Ballista, die ich ja dann aufwerten könnte. Es wäre auch okay, würde ich da einen Shocking Tower hinsetzen. Ich weiß halt nur nicht, ob ein Shocking Tower alleine unbedingt so viel reißt. Ich glaube, ich möchte hier eine Ballista hinsetzen. Und dann werde ich mich gleich mal um die ganzen Meldungen kümmern hier. Das ist ja. So, da kommen ein bisschen mehr. Unten schießt der Bogenschütze gar nicht. Hier ist auch mehr los. Ich glaube, wir müssen hier bald mal bei unserer Riesenmauer. Ey, das gefällt mir überhaupt nicht. Oh. Doofe Frage. So, unser Tesla Tower ist entwickelt.
Ich bin gerade wirklich am Überlegen. Das gefällt mir hier gar nicht, was die machen, ne? Ich hoffe, wir kommen da mit 3 Bogenschützen gegen an. Aber eigentlich schon. Es sind 2 Veteranen dabei. Sollten die eigentlich schaffen. Wir müssen hier unbedingt raus. Also hier müssen wir unbedingt raus. Hier auch. Also. Mann. Leute. Gefällt mir gar nicht. Also gefällt mir so gar nicht. Den ziehe ich weg. Ich setze hier auch noch eine Ballista rein. Eine Ballista reicht eigentlich. Also ein Shocking Tower wäre natürlich auch geil. Ein Shocking Tower hätte wirklich richtig was Feines, den da hinzusetzen. Aber gut. So, wir haben jetzt die Entwicklungsgebäude soweit fertig. Ich bin gerade hart am Überlegen. Das Engineering Center würde ich gar nicht unbedingt haben wollen. So schnell. Ich möchte eigentlich eher auf die Minen und auf die Farmen gehen. Machen wir das auch. Ich werde ihn jetzt mal erforschen. Guck mal, die kann ich jetzt auch wegziehen. Kann ich jetzt hier unten... Ja, da kann ich wieder doppelt reinsetzen. Ich glaube, ich möchte mit denen... Ist halt nichts, ne? Ist halt nichts, was wir haben zum Clearen. Ich werde, glaube ich, nochmal den ein oder anderen Sniper fertig bauen. Wir haben nur noch 6 Arbeiter. Wieso das jetzt gerade nicht geklappt hat. Ah, wahrscheinlich wegen der Energie. So, wir werden uns jetzt nochmal eben was für die Energie machen. Wenn wir die Arbeiter hier hinten rauskriegen natürlich. Und mit denen möchte ich, möchte jetzt hier oben raus. 3 hier sollten eigentlich klarkommen, ne? 3, das sollte eigentlich wirklich reichen, ey. Kann ich den noch da oben zuziehen? Kriegen hier noch Einheiten? Hauptsache den Überblick behalten, weil ich will halt eigentlich, also, das ist halt nicht schön, ne? Das ist halt... Ich möchte halt eigentlich am liebsten noch hier oben zumachen und gucken, ob wir hier hinten noch irgendwie was zumachen können. Das wäre halt geil, ne? Dann hätten wir hier noch richtig schön Platz zum Ausbauen. Energie. Wir können uns wieder ein Powerplant bauen. Da ballern wir natürlich wieder ordentlich Ressourcen weg. Ich möchte erst eine Mühle bauen. Ich werde nochmal eine Mühle bauen. Die werde ich dann natürlich aufwerten. Damit wir da auch ein bisschen mehr Strom dann generieren können. Setze ich die dann mal am besten hin. Also Holz ist kein Problem. Holz können wir hier oben und da, da können wir noch genug Holz holen. Stein ist dann das, was ein bisschen fehlt, ne? Wenn ich hier nicht noch irgendwo ein schönes Vorkommen finde, wovon ich ausgehe. Ich setze die hier neben die... Hier. So, der nächste Sniper. Oder kann er gerade hinschießen? Wir könnten die doch eigentlich aufwerten, ne? Das machen wir auch mal. Einfach nur sicherheitshalber.
Okay, da ist ein Gegner zu nah, deswegen können wir da nichts tun. Das hier unten, ne? Ich weiß immer noch nicht. Jetzt haben wir diesen komischen Tower, ne? Den Tower. Und zwar, ich erzähle euch mal, warum ich den jetzt entwickelt habe. Ich habe ja erst gesagt, den möchte ich gar nicht so schnell entwickeln. Ich habe überlegt, ich baue den und stelle den hier hinten hin. Ich weiß nämlich nicht, diese Ballista hat hier hinten ja die Gegner nur nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die da drüber schießen kann. Weiß ich wirklich nicht, also... Deswegen würde ich da gerne so einen Watchtower mal hinsetzen. Einfach nur, damit man da weiter gucken kann, ne? Gut. Wir haben unser Upgrade. Das ist natürlich doof, dass ich dafür Öl brauche. Gut, dass ich das wusste. Der nächste Sniper. Ich glaube, mit den Snipern ja, das gefällt mir auch nicht, was hier immer so um die Ecke gehuscht kommt. Ja, ich habe halt gedacht, hier auch eine Ballista rein. Also ein Shocking Tower ist halt auch geil, ne? Der macht richtig Wumms. Aber den möchte ich halt an so engen Schneisen gar nicht haben. Also an so großen Flächen, ja. Da würde ich sagen, komm hier schön so ein Shocking Tower hin. Und dann kann ich ja hier unten noch eine Ballista hinsetzen. Könnte ich hier prinzipiell dann auch nochmal. Aber an diesen Schneisen würde ich halt fast sagen, so eine Ballista reicht. Boah. Leute, mit dem Watchtower, da sieht man ja quasi alles. Also das ist ja mal richtig heftig. Aber so richtig. Ich werte das mal eben auf Stein auf. Kann ich den denn nicht aufwerten? Achso, geht nicht, weil da angeblich Gegner in der Nähe sind. Boah, hier sieht man aber richtig schön was jetzt. Cool, vielleicht baue ich doch nochmal den einen oder anderen Watchtower mehr. Ich meine, ich denke, das wird hier oben zulaufen, ne? Das wird hier oben wahrscheinlich wieder irgendwo zusammenlaufen und dann sehr weitläufig werden. So zum Ausspähen, wie teuer ist denn so ein Watchtower? Da habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Ein Arbeiter, 10 Holz. Den könnte ich natürlich auch ziemlich cool hier hinsetzen. Ne? Ich kann hier halt sowieso nichts hin platzieren. Ich werde das mal machen. Ich will da ein bisschen was sehen. Wir brauchen gleich noch ein paar mehr Arbeiter. Kostet natürlich alles, dieses mit der Energie, ne? Das stört mich ein bisschen. Unsere Energie ist quasi schon wieder weg. So, der nächste Soldat ist fertig. So, geil. Ich wollte gerade sagen, wenn das hier oben fertig ist, werde ich mit dem Soldaten auch hier hinlaufen. Den Bogenschützen kann ich prinzipiell auch mitnehmen. So, der ist auch fertig. Ah, Leute. Ich würde fast sagen, hierzu. Klingt nach einem Plan, oder? Wenn die hier unten nicht durch können. Jetzt erforschen wir Strom. Nahrung haben wir noch ein bisschen und wir können uns hier oben immer noch mal ziemlich geil eben hier eine Jagdhütte mit 18 rein. Ich glaube, das mache ich auch mal eben. So, brauchen wir noch eine Sägemühle? Nö, eigentlich nicht. Wir haben eigentlich wirklich genug Holz. Ich könnte hier noch mal eine Fischerhütte hinbauen. Wird 17 bringen. Hier auch 17. Wir gucken mal, was uns hier noch die 16. Bauen wir uns hier, glaube ich, nochmal eben so einen Fischer hin.
Na, Moment. Eben mal Interesse halber. Ah. Genau das war der Grund. Da wollte ich nämlich gucken, ob ich, wenn ich da den Fischer hinbaue, ob das dann noch besser wird oder nicht. Aber ich könnte hier natürlich auch einfach nochmal eine Farm hinbauen. Ich habe hier ja genug. Dann baue ich hier hinten noch ein Lagerhaus hin. Na komm, warum hier mit Peanuts arbeiten, ne? So, ich weiß jetzt, hier ist keine verfluchte Stadt. Und mit denen kriege ich das hier unten auf jeden Fall sauber. Also ich darf es natürlich nicht übertreiben, ne? Wenn da wieder, wenn natürlich jetzt auf einmal wieder zu viele kommen, dann ist hier gleich wieder Party. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber mit so Snipern, da kann man echt geil die Map clearen, ne? Also das wurde mir auch schon mal empfohlen, in der letzten Runde welche zu bauen, aber da war ich halt planungstechnisch auch einfach völlig im Arsch, um das mal nett auszudrücken. Also ich glaube, dass das diese Runde wirklich, also organisatorisch läuft die Wirtschaft auf jeden Fall doch recht gut und stabil, ne? Jetzt haben wir hier hoffentlich gleich endlich das Gebäude fertig, dass wir uns darum kümmern können, andere Sachen zu kriegen. Wir könnten uns eine Ballista mal bauen. Setze ich hier einfach mal einen Watchtower rein. Einfach nur mal, ich will einfach nur gucken, ne? Bin da halt echt wohl spannergeil. Hier ist mir klar, hier machen wir auch nochmal zu. Da brauche ich auch nicht so weit raus, aber ich will halt wissen, wie es hier hinten aussieht, ne? Zwei im Sinn, Nahrung haben wir genug. Vorerst. Strom fehlt uns natürlich wieder. Es wird uns halt natürlich 5 Steine wieder wegreißen. Wenn wir die aufwerten können, ist das nicht so schlimm. Hier oben, da ist wieder Stein. Ich weiß nur nicht, wo ich da am besten die Mauer setzen kann, um das zu bekommen. Gold haben wir jetzt gerade nicht das Riesenproblem. Da würde ich eigentlich sagen, das können wir erstmal so lassen. Die Goldstellen müssen wir natürlich auch nutzen. Aber es ist jetzt Tag 41. Wir sind fast bei 600 Bevölkerung. Ich glaube, im Schnitt sind wir da ganz gut. Wir kriegen jetzt ja noch die Advanced Mill. Natürlich habe ich schon das Ding erforscht. Hier, hier, da, genau. Brauchen wir 30 Energie für. Deswegen setzen wir uns jetzt nochmal eine Mühle. Und die platzieren wir hier. Freunde, ihr lauft da ganz schön aggro nach vorne, ne? Das einfach nur mal so eben festzuhalten. Okay, hier ist ein kleiner Durchgang. Ja. Hier oben ist ein kleiner Durchgang. Okay, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding zumachen, das läuft. Das hier zumachen, eigentlich kein Problem, ohne arrogant zu klingen, aber hier eine Mauer rein, Turm dahinter, bumm, aus die Maus. Hier oben kriegen wir zu, da kriegen wir zu, hier kriegen wir nicht so gut zu. Also hier ist halt die Ölplattform, steht halt kacke, ne? Haben wir hier Stein, da ist Gold, das ist schön, aber ich meine, wir können die Mauer irgendwie in so einem Zickzack drumherum bauen. Huch, da wird gespeichert. Ah, ich weiß nicht, da muss ich gleich vielleicht mal ein Stückchen höher laufen, um zu gucken. Ich wollte aber anfangen, unsere Generatoren aufzuwerten. Das kostet halt Eisen und Gold. Das wären, wie viel habe ich jetzt ausgewählt? 11. Vom Eisen her wäre es okay. Gold wird sowieso nicht klappen. Machen wir. Bumm. So, so viele wie es geht. Einfach nur, damit wir dann gleich die Energie haben, die wir brauchen.
jetzt können wir hier unten mal gucken. Oh, Junge. Also, ich sag's euch. Wenn wir hier zuziehen, ist das okay? Hier ist... Nee. Nee, das mache ich nicht. Das macht keinen Sinn, hier zuzumachen. Wir könnten noch hier zuziehen, das wäre okay. Aber dann haben wir hier hinten halt eine Stelle, wo die uns in den Rücken fallen können. Und hier ist die Map schon zu Ende. Ich glaube nicht, dass sich hier irgendwas noch groß ändert. Ich glaube, diese Position hier oben ist gut, aber... Ich möchte nicht sagen, scheiße, das klingt zu hart, aber schlecht, weil das nur eine Mauerreihe ist. Und wenn die dadurch sind, haben wir verloren, ne? Also wenn die durch diese Mauer durchbrechen, da sind die ja direkt bei uns in der Base. Vielleicht clear ich später nochmal hier. So, ich zoome da mal ein bisschen ran. Das ist ja unglaublich, wie weit ich da weg bin, ne? Da kommt jemand von der Seite angerannt. Die verteilen sich gefühlt einfach nur so ein bisschen, ne? Oh, das wird hier oben, glaube ich, noch schöner, als ich dachte. Das sieht gut aus. Ich glaube, das wird richtig schön werden. Ja, ich hatte mal so ein bisschen Angst, dass das eine verfluchte Stadt ist. Also, ne, sobald man da irgendwelche Gebäudeumrisse sieht. So, richtig schön am Aufräumen hier. Wieder aus dem Westen. Gut, dass wir hier jetzt nur erkundet haben. Weil raus kommen wir hier ja eh nicht. Ja, Westen war bis jetzt jedes Mal hier. Deswegen denke ich jetzt nicht, dass die das auf einmal ändern. Ach, dass man da dann immer den Soldaten auswählt, ne? Alles schön auf Stein. Alles schön auf Stein hochbringen. Und hier werde ich... Mal hier ganz kurz. Ich kann leider die Kamera nicht drehen. Das ist so ein Ding, das stört mich hier. Ich könnte hier zwei hinsetzen und dann einen Tower. Aber zwei, ein Tower ist auch... An dieser Ecke machen wir das jetzt so. Ich habe die Ressourcen, ich habe einfach wirklich die Ressourcen, dass ich sagen kann, setze ich dann vielleicht hier die Ballista hin? Am Überlegen, die Ballista hier wäre natürlich schon echt cool. Hier kann ich sie leider nicht bauen. Also die Ballista hier, ich weiß nicht, ob die da unten halt hinschießt. Ich glaube nicht, weil die hier ja auch den Zombie anschießen müsste. Prinzipiell von der Reichweite, ne? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ob die auch über die Bäume schießen können. Von der Höhe her, also von der optischen Höhe, würde ich sagen, können die. Ich kann jetzt auch nicht noch allzu lange reden, ich bin zwar im Pausemodus, aber... ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Shocking Tower hier hinsetze, da komme ich da unten definitiv nicht hin. Wenn ich aber die Ballista hier hinsetze, steht die Chance ganz gut, dass ich da hinkomme. Und hier den Shocking Tower, dann sieht das eigentlich auch schon nach einem Plan aus, ne? So, die ziehe ich einfach mal alle rein. Und... Ich wollte ja hier unten die Ballista bauen. Kommen da ein paar mehr gerade.
kommen jetzt doch woanders lang. Sag nicht, die kommen hier unten an. Aus dem Westen. Krieg gerade ein bisschen Panik. Können wir nicht aufwerten, weil Gegner zu nah sind. Leute. Ja. Die kommen definitiv hier unten an. Shit. ja, das ist doch schön. So, ich kann hier keinen Turm hinsetzen. Wegen dem Stromgenerator. Oh, oh, oh. Oh, oh. Es fehlt uns gerade ein bisschen Gold. Ich sehe die Gruppe kommen. Ich sehe die Gruppe kommen. Ich... Das wird nicht schön werden. Das wird wirklich nicht schön werden da unten. Es ist nicht die Riesengruppe. Aber wir haben jetzt auch noch nicht die Riesenfeuerkraft. Shit. Der soll das nächste Ziel angreifen. Oh, 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 Leute. Und hier ist Holz. Boah. Boah, boah und nochmal boah. Das ist ja nur Stress hier. Aber mit der Gruppe, die wir jetzt hatten, konnten wir das gut abwehren. Nur die restlichen Gruppen nerven so ein bisschen. Jetzt einen schönen Masterplan, ne? Ich kratze mir gerade nachdenklich am Kopf. Also wir haben es überlebt. Wir haben es gut überstanden, relativ gut. Aber gut, die anderen Sachen haben wir. Was wir haben wir einfach stehen. Punkt. Aber trotzdem wäre es schöner gewesen, hätten wir nicht, also bei der letzten Runde, um nochmal zurückzukommen, ich rede immer gerne sehr viel bei solchen Spielen, um nochmal zurückzukommen, bei der letzten Runde war das nämlich so, dass die, wenn die aus dem Westen, Norden oder aus welcher Himmelsrichtung auch immer, immer den gleichen Weg gelaufen sind. Sie sind immer den gleichen Weg gelaufen und okay, damit sollten die beiden Dinger klarkommen. Immer, wenn die jetzt hier aus dem Westen kamen, immer hier aufgeschlagen. Jedes Mal. An der gleichen Stelle. Und jetzt sind die einmal hier angekommen, weil die von hier oben kamen, mehr oder weniger. Dann einmal kamen die hier an und einmal kamen sie jetzt hier... Nee. Einmal kamen sie auch hier unten an. Ich weiß noch nicht genau. Natürlich muss der Dicke hier runterlaufen. Ah, okay, doch. Er dreht nach oben ab. Ah, hier haben wir aber... Hier haben wir gut Verteidigung. Das ist einfach... Das steht fest. Wir haben hier eine doch recht starke Verteidigung, die gerade jetzt für diese Anfangszeit noch völlig ausreicht.
Ach ja. Also die sollten extra so ein Zickzack durch die Mauern laufen, also einfach kann ja jeder, ne? Welche Mauern werden jetzt wieder angegriffen? Hier oben. Ich glaube, ich setze hier oben auch eine Ballista hin. Ich hab da so ein Gefühl. Das ist so ein richtig ekliges Kackgefühl. Was mir sagt, das wird eklig hier werden. Ich verliere gerade völlig die Wirtschaft wieder aus dem Auge, weil ich mich auf andere Sachen konzentriere. Das tut mir echt leid. So, ich brauche Öl, ne? Na, wo haben wir es denn? Hallo? Hä? Hier. 8 Arbeiter. Okay, die kriegen wir zusammen. Klick gerade ein bisschen Repair, damit wir vielleicht die Ecke hier geheilt kriegen. Okay, gut. Das Gefühl hat mich ein bisschen getäuscht. Mauer hat auf jeden Fall ein bisschen was gebracht, ne? Aber ich werde die jetzt gleich abreißen. Werde die gleich abreißen und mal hier oben ein ganz bisschen aufräumen. Mit der kleinen Gruppe werde ich hier ein ganz bisschen aufräumen. Es kommt auf einmal so ein Ding hin. Da könnte ich einen Executor bauen. Oder die Ölreserven plus 30. Ich glaube, ich möchte Executor haben. Okay, da kann man nicht durch. Kann ich denn jetzt die Mauer zumachen? Also wieder vernünftig zumachen. Konnte ich vernünftig zumachen. Und jetzt kann ich hier nämlich eine Ballista hinsetzen. Ich könnte auch direkt einen Executor hinsetzen. Also wir haben es jetzt ja fertig, ne? Wir haben es jetzt ja quasi geschenkt bekommen. Die Technologie. Aber wenn ich hier eine schöne Ballista hinsetze, oder setze ich die lieber hier hin? Ich weiß nicht, wie das von dem Blickwinkel halt ist, ne? Hier ist doof, glaube ich. Ich weiß es halt nicht, wenn ich den hier hinsetze, nicht, dass die Steinmauer im Weg ist, oder also nicht meine Mauer, sondern dieser Felsbrocken. Oder wenn ich es hier hinsetze, dass der Wald im Weg ist, weil die Einheiten werden ja hier, ich hoffe, man sieht das mit dem Fadenkreuz so ein bisschen. Auf jeden Fall, hier würden die ja aufschlagen. Und ich weiß nicht, ob der Blickwinkel da eine Rolle spielt. Egal, ich setze ihn jetzt dahin. Solange wie das noch gebaut wird, setze ich hier einfach einen Sniper hin. Das sollte reichen. Und mit dieser Truppe also gut, dass ich mich nicht hierhin ausweite. Das hätte nämlich überhaupt gar keinen Sinn. Also so wie das hier aussieht, ist das einfach nur offene Fläche und wird irgendwo hier unten vielleicht zusammenlaufen. Und das macht ja absolut gar keinen Sinn. Da würde ich fast lieber sagen, ich baue hier nochmal einfach eine Mauer hoch. Weißt du? Einfach hier eine Mauer hoch. Da könnte ich noch einen Tower reinsetzen. Um safe. Also safe, relativ safe, ne? Aber so, mit euch wollte ich doch noch irgendwo hin. Euch wollte ich eigentlich hier oben lang, ne? Eigentlich wollten wir das hier anfangen zuzumachen.
weil ich diese Stelle halt nicht mag. Also die hier, naja, mit diesem Ölvorkommen ist halt doof. Wenn das jetzt nicht da wäre, ist natürlich Absicht, weiß ich selber, aber könnte man diese Stelle besser zumachen. Aber hierzu, das wären halt schon schöne enge Stellen, ne? So, hier oben. Und dann müssen wir hier zumachen. Weil die sonst nämlich einfach von hinten reinlaufen. Deswegen gehen wir mit euch dahin. Natürlich gehen wir so mit euch dahin im Angriffsmodus. Mit denen gehe ich hier hin. Nur so ein ganz bisschen, ne? Ich vergesse natürlich die Forschung, was ich eigentlich nicht möchte. Aber so bin ich halt, ne? Bin am Überlegen, ob ich jetzt weiter die Steinhäuser aufwerte oder ob ich hier vielleicht schon mal direkt einen Markt platziere. Ne, ich brauche mehr Häuser. Ich baue jetzt erst aus Holz. So ungewohnt mit so einer kleinen Gruppe jetzt, mit den Zweien nur. Und zwar, wenn wir hier zumachen, da brauchen wir natürlich noch Energie nach vorne, ne? Wir brauchen wieder Energie nach vorne, aber das ist das kleinste Problem, wenn wir Gold haben. Apropos Gold, da haben wir es. Arbeiter ist eigentlich nicht das Riesenproblem. Gold wäre natürlich 70 Gold haben oder nicht haben, ne? Jetzt bei 870, wir kriegen gleich wieder ordentlich Einkommen dazu, wenn wir hier später noch oder gleich noch eine Bank hinsetzen. Ne, da kümmere ich mich gleich drum. Da ist, das ist zu viel Multitasking für mich. Na toll. Genau so kann ich da natürlich nicht zumachen, was ich will. So schon. Dann könnte ich den Turm unten hinsetzen, das würde ja auch gehen. Machen wir. Ich wollte hier zumachen. Und dann einfach nochmal ein, zwei Türme dahinter und fertig. Dafür lasse ich die natürlich hier draußen stehen. So als kleine Absicherung. Mit euch machen wir jetzt hier sauber. Sobald da oben die Ballista fertig ist, werde ich auch den Scharfschützen da oben abziehen. Dicker. Der war da aber gerade noch nicht. Mal gucken. Also eigentlich könnte er den von der Reichweite her angreifen. Ich weiß nicht, wie genau wirklich dieses Spiel ist. Aber er schießt nicht drauf. So, die 8 Häuser sind fertig und der Tesla Tower ist auch durch. Eine Mauer. Eine kleine Mauer aus Stein. Ich habe halt hier gedacht, so schön eine Doppelmauer hin. Einfach nur eine Mauer zu machen. Könnten wir hier einen Executor hinsetzen und hier schön einen Tesla Tower. Weil raus will ich hier unten, will ich eh nicht raus. Also ich habe hier hier einen Ausgang. Ich kann hier oben rauslaufen. Mit den Einheiten könnte ich auch hier anfangen sauber zu machen. Sauber machen hört sich auch immer an, ne? Aber ihr wisst ja, was ich meine, ne? Yay, wir können endlich unsere Ölplattform setzen. Nicht genug Ressourcen. Das kriegen wir in den Griff. Ich weiß, ich habe gerade gar nicht geguckt, was brauchen wir denn dafür? Oh, ein bisschen mehr Stein und ein bisschen Gold. Ah, das kriegen wir. Das kriegen wir zusammen. Ich muss hier leider erst ein bisschen weiter clearen. Hallo, wir pullen wieder 1 Million Gegner.
Problem ist der Dicke, ne? Der haut zu wie ein LKW. Der haut halt wirklich zu wie ein LKW. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, mal ganz kurz hier. Okay, geht nicht. Ich wollte nur kontrollieren, ne? Hier nochmal durch. Das ist ähnlich wie hier, ne? So eine kleine Lücke übersehen und aus die Maus. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir werden uns jetzt anfangen, hierhin auszubreiten. Das mache ich jetzt schon. Ja, hier finde ich eigentlich ganz gut, ne? Ich meine, das Eisenvorkommen werde ich sowieso nicht gebrauchen, weil wir da noch eins haben. Wir haben immer noch nicht unsere Werkstätten aufgewertet. Wir haben prinzipiell, wenn wir wirklich bis hier oben dann quasi so hier zu machen, da zu machen und hier zu machen, hier auch noch Eisen, ne? Deswegen... ich bin gerade am Überlegen. Hier könnten wir auch noch gut so ein Energiedingen reinpacken. Komm, ich mach das dahin. Ölplattform ist fertig. Soldat ist aufgestiegen. Auch sehr schön. Diese Krähen, ne? Die, oder Raben, die hier rumfliegen, ne? Die sind auch riesig. Muss man mal ganz nett sagen. Vielleicht nicht wieder irgendwie so die halbe Map pullen. So, fertig. Das Bestmögliche rausholen, ne? Wäre ja prinzipiell... wäre das von der Distanz her hier am schönsten. Jetzt kommen da wieder so viele angerannt. Immer wenn man sich irgendwo ausbreiten will, kommen die da an und sagen, nö, du bist ein Arsch, da habe ich keinen Bock drauf. So. Gehen wir mal wieder ein bisschen zurück, wo wir stehen geblieben waren. Häuser. Oder ein Haus und genau, Nahrung fehlt. Das ist aber kein Problem. Sobald wir Öl haben, was wir jetzt ja nach und nach kriegen. Es geht nicht schnell, aber langsam, ne? Dann können wir nämlich die Farm aufwerten und die bringen dann richtig viel Nahrung. Also die bringen dann wirklich richtig viel Nahrung. Wir könnten uns nochmal die andere Ölplattform ausbauen. Ich vergesse immer hier. So. Ja. Keine Energie. Das da. Genau hier ist so ein Da habe ich jetzt gerade unten keinen Bock drauf. ich setze nochmal eben so einen Energiegenerator hin. Also so einen Tesla Tower. Ja, toll. Super. Das ärgert mich gerade wirklich. Gut, geht nicht anders. Das war doof gemacht. Das war doof gemacht am Anfang. Aber wir haben auf jeden Fall optimal gehandelt am Anfang, also... Also was Was soll ich denn von den Gegnern jetzt halten? Die da so runterkommen, diese Randale-Brüder hier. Den nächsten Tesla Tower setze ich, glaube ich, hier hin. Dann haben wir das auf jeden Fall zu. Also dann kann ich hier oben zu machen, eher so gesagt. Na, wenn ich den hier hinsetze, kann ich quasi, das kann ich immer schlecht zeigen, an der Rasenkante quasi könnte ich zumachen und davor die Reihe bei, dann könnte ich nur einen Tower reinsetzen, ne? Eins, zwei könnte ich hinsetzen, wenn ich von hier aus anfange zu bauen. Okay. Ja, so werde ich das, glaube ich, tun. Ah,
Aber vorher müssen wir hier einmal... wenigstens so ein bisschen nach vorne kommen hier. Ich frage mich gerade wirklich, wo die verfluchte Stadt ist. Also das... Nicht, dass ich sage, boah, ich brauche die unbedingt. Aber das interessiert mich halt wirklich, ne? Ich lasse hier so viele stehen, weil hier oben immer Riesengruppen runtergelaufen kommen. Da habe ich gerade irgendwie keine Lust drauf. Wir werden uns simultan... Wir brauchen keine Energie für die Dinger. Haben aber auch so keine Energie mehr. Deswegen... einmal aufwärmen. $200. Ein bisschen verarschen wollen die mich hier schon, oder? So ein ganz bisschen? Ich hab grad echt, boah. Hallo, können die mal aufhören? Wieso? Was habe ich getan? Was, wieso kommen da auf einmal so viele? Doch nichts getan. Ich breite mich hier nur ein bisschen aus. Das finde ich halt schwierig, ne? Also, jetzt konzentriere ich mich halt nur hier oben drauf, weil ich weiß, wenn ich mich hier unten irgendwo drauf konzentriere, geht das völlig in eine Wupper. So, wir haben jetzt genug Öl. Mit dem Öl wollten wir uns doch was bauen. Ach ja, eine Farm. Und wir können uns hier die Quarries aufwerten. Wir werden uns aber zuerst eine Farm holen, die am meisten bringen. 40 oder 77 waren das. 74. 74. Woher da jetzt gerade auf einmal diese doofe große Gruppe kam. Eigentlich kann man ja die Waves oder diese Zombie-Wellen relativ gut abwehren. Wenn natürlich so viele runterkommen, dann geht das nicht. Aber immer nur mal so ein bisschen. Ich muss noch ein Stück weiter nach vorne, ne? Ich will die zweite Linie hier lang ziehen. So, jetzt erkläre ich mal ganz kurz anhand der Mauer, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich ziehe hier die erste Mauer lang und hier die zweite Mauer. Dann könnte ich quasi hier einen Tower hinsetzen und hier einen Tower hinsetzen. Dafür brauchen wir halt nur erstmal... den Freiraum, den wir jetzt haben. Wir setzen uns jetzt eine Steinmauer rein. Auch wenn wir Gefahr laufen... dass hier jetzt gleich viele Gegner kommen. Aber dann ist es halt so, ne? Also... so, mit euch... Entschuldigung fürs Räuspern. Und mit dem Sniper gehen wir jetzt hier hin. Und räumen hier auf. Und breiten uns hier hin aus. In der Hoffnung, dass wir das alles schnell genug schaffen, bevor die nächste Horde kommt. Möglichst schnell nach oben kommen. Natürlich, ich muss hier hinten auch raus, aber das kriege ich hier drüber gewährleistet. Haben wir hier nachher wieder so ein komisches Loch, aber das ist egal. Das, Sachen müssen wir jetzt leider in Kauf nehmen. Mal schauen, tut sich da was dran? Ne, natürlich ist das diagonal gesehen das gleiche.
Okay, dieses Steinvorkommen hier oben können wir uns auch holen. Wir fangen hier mal an aufzuwerten. Ich glaube, die haben alle 5 gebracht, ne? Alle immer 5. Fehlt uns ein bisschen Gold. Ich glaube, ich werde mal eben an das Gold da unten gleich mal rangehen. Oh, apropos Gold, ich sehe, dass hier auch noch Gold auf Halde ist. Ich würde halt gerne eine Bank bauen, ne? Nochmal so eine Bank. Brauchen wir 800 Einwohner für. Das können wir relativ gut gewährleisten. Das ist, glaube ich, nicht das Riesenproblem. 800 Einwohner. Wir sind bei Tag 50 und sind fast bei 800. Oh, 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 oh. So, mal gucken. Ich will jetzt mal interessehalber wirklich mal schauen direkt. Von 5 auf 11 ist hervorragend. Ist wirklich hervorragend. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Alles, was hier an Ressourcen natürlich wie immer über ist, geht ja direkt in unser Portemonnaie. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass wir da irgendwie groß was verschwenden. Ich kann hier halt einen Markt hinsetzen, dann verbrauchen wir ein bisschen weniger Nahrung. Ich hab halt gedacht, wenn ich den Markt hier so hin platziere und die Bank hier. Bank hier. Ah, ist natürlich, also von der Aufteilung her nicht das Schönste. Gerade auch wenn ich die Bank hier habe, aber dann kann ich hier unten quasi relativ dicht nochmal eine Häuserreihe langziehen. Da haben wir dann noch alle was von. Und wir brauchen halt, wir sparen halt Nahrung. Nahrung sparen ist immer cool. Aber ich habe gerade gedacht, die werden infiziert, die Gebäude, weil die so dunkel aussahen. Tü-tü-tü. 2 im Sinn. Da brauchen wir gleich noch einen mehr, ne? Den jetzt habe, werde ich aber mal eben. 5? Ne. Du? Und du. Ihr geht hier hin. Ich will mal eben ganz kurz gucken, ob die hier unten durchlaufen können. Ne. Gut, können sie nicht. Schon wieder irgendwo. Oh. Oh ja, hier ist ein bisschen mehr jetzt. Oh, das ist halt natürlich auch so eine Riesenmauer. Das ist kacke, ne? Das sage ich euch. Die hier sind fertig. Das heißt, die ziehe ich ab und dafür setze ich hier eine Shocking Tower. Hier Ballista. So ist es geplant. Prinzipiell könnte ich die beiden dann ja abziehen und mal eben hier hochschicken, ne? Also die Steinmauern kriegen die nicht so schnell durch, aber hier oben. Leckt mich hart am Arsch. Leckt mich doch einfach. Jetzt kommen sie aus dem Süden. War klar, ne? Es war klar, dass das passieren musste. Hätte ja nicht anders sein können, ne? Scheiße. Und ich habe natürlich
Eigentlich kriegen die da sowas immer relativ gut geklärt, ne? Werden definitiv von hier unten durchkommen. Und das werden wir natürlich erneut versuchen zu verhindern. $700. Ich werde jetzt was verkaufen. Ich möchte nämlich das Ding jetzt auf den Executor hochbringen. Weil wir hier leider nicht gewährleisten können, dass das gut für uns ausgeht. So many targets. They are attacking the colony defenses. Ready and waiting. All right. Here we go. Bauen wir den runter. Hier möchte ich jetzt wieder eine Steinmauer reinsetzen. So. Hier unten haben wir Stein. Doppelstein ist nicht die geilste Verteidigung. Wir haben auch nicht die größte Armee da unten. Bis gar nicht. Oh, oh, oh. Leute. Ich sehe es kommen. Machen wir das jetzt. Wir haben leider gerade ein bisschen wenig Gold, um Forschung zu betreiben. Deswegen holen wir uns jetzt das kleine 70er-Feld hier unten noch. Die Bogenschützen lasse ich da. Geht leider nicht anders. Da unten kommen sie. Ach, das geht ja noch. Ist weniger als ich dachte. Mit so einem Executor. Nett. So ein Ding. Also so ein... Also hallo die Waldfee. Da ich sah... Ich mach mir hier Sorgen. Da haben wir hier unseren Freund. Und der macht da einfach mit allem kurzen Prozess, ne? Der ist zwar auch laut, aber gut. Der räumt halt auch auf, ne? Der macht halt sauber. Ich ziehe die Einheiten wieder hoch. Geil. Also so ein Ding ist ja... Giga, so ein Teil setze ich mir hier oben auch hin. Ich wollte ja hier hinten sowieso so einen Tower hin haben. Mach das mal ganz so zurückgängig. Ich war ja im Pausemodus. Dafür fehlt uns noch ein bisschen Gold. Ich bin halt mal am Überlegen. Ich glaube, ich verkaufe nochmal wieder ein bisschen Öl. Damit wir das Gold dafür fertig haben. Ich will da so einen Executor haben. Ich weiß, die sind laut. Und ich weiß, der wird wahrscheinlich mehr pullen, als er dann gut machen wird. Ah, das ist schon hart. Also, ist hart. Um es nett auszudrücken. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, das ist wieder eine Stunde Folge. Das fesselt einen so, das Spiel, finde ich. Und da vergesse ich immer voll die Zeit. Ich meine, es ist nicht schlimm, aber ich will ja auch nicht alles an einem Tag raushauen, ne? Deswegen würde ich sagen, mit dem geilen Finale von dem Executor hier unten bei der Welle sind wir am Ende einer Folge angekommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen, lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt gerne unten was in die Kommentare rein. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von They Are Billions wieder. Bis dahin, beste